Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Dead for Adventures. So, mit dem wunderschönen Blick hier auf die drei Motoren. Und ja, wer den Part, den letzten Part bis zum Ende geguckt hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Aber kein Haken. Das Ding da drüben allen zusammen, ich jedes Mal einfach nur zu blöd zum Springen war. Mal sehen, ob ich das Ding entschärfen kann. Und ja, wie man auch sieht, die ganzen Waffen, die wir hatten. Also wir haben jetzt hier wieder die beiden Revolver und hier aber immerhin diese MP. Ich weiß nicht, ob die von dem Level her einem so gegeben wird oder ob wir die haben, weil wir sie eingesammelt haben. Aber wir haben sie, das ist gut. So. Hier ist einer. Mal hier auch. Hier bin ich so oft schon ahnungslos reingerannt. Und in dieser Baracke liegt doch tatsächlich die Karte. Warum habe ich die in Ägypten im ersten Part nicht gefunden? Ja. Läuft bei mir. Nicht. Also gibt's sie doch. Das hat also doch nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Bam, 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 bam. Schade nur, das Gewehr hätte ich irgendwie gerne. Ich besser nicht meiner Sammlung hinzufügen. Ups, da wäre ich ja fast reingerannt, wobei ich hätte da vorbeigehen können, glaube ich. Wobei es auch verdächtig aussieht. Ist da was? Ja, komm her damit. Diese blöden Revolver. Und weiter geht's. Hagen, wo sind Ihre Kumpels von der Gestapo? Dr. Hagen, bitteschön. So viel Zeit muss sein. Zum Glück haben sie mein Signal empfangen. Ich musste verschwinden. Stein wurde misstrauisch. Er wird seine Bluthunde schicken, wenn er merkt, dass ich fort bin. Ich wusste, sie würden der Sternkarte folgen können. Gute Arbeit, Herr Quartermain. Ich hätte da eventuell etwas Hilfe, Doc. Was ist diese Anlage hier überhaupt? Keine Zeit für Erklärungen, Herr Quartermain. Sie haben das erste Fragment des Herzens in einem U-Boot im Hauptstützpunkt. Wir müssen es uns wiederholen. Hände hoch, Dr. Hagen! Das ist bedauerlich. Ich bin der wissenschaftliche Leiter dieser Expedition. Nehmen Sie sofort Ihre Waffen runter. Das ist ein Befehl. Genau. Hauptsturmführer Spein wird nicht erfreut sein. habe ich was Falsches gesagt? Er heißt Stein. Stein. Er hat Spein gesagt, aber... Ich hab dir doch gesagt, du sollst im Flugzeug warten. Ich habe improvisiert. Und wenn ja, ich nicht gewesen hier wäre, wieder mal die, ihr jetzt Teil der die englische Betonung. Interessant, was ich der da wohl sagt. Mal als ein Danke. Okay, Doktor. Irgendwie würde ich das jetzt gerne wissen, aber... Na, ja, ich stelle es trotzdem wieder mal in Englisch. Folgen Sie mir. Stein hat die eine Hälfte. Aber ich glaube nicht, dass er sie nach Berlin schafft. Ich wollte eigentlich hier mitschießen. Nein. Moment, kann man sich hier nicht irgendwo was Besseres getten? So ein hübsches Gewehr? Ich meine, hier gäbe es ein Gewehr. Hier ist nichts. Na gut, sollen meine beiden Kollegen das machen? Ich glaube, die können das sehr gut. Ich suche hier gerade nach alternativen Waffen. Oh, da ist noch das Flugzeug. Juhu. Sieht schon majestätisch aus von hier.
die ab. Ah ne, das ist eine andere Stelle, wo es das Gewehr gibt. Hier, das ist eigentlich noch gar nicht. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht. Granaten werfen. Kurz ausprobieren. Ah, okay. Granate ist mittlere Maustaste. Sehr schön. Irgendwo noch Granaten zum wieder auffüllen. Ich habe hier gerade eine. Ja, also, wo ist Stein? Ein paar Meilen von hier ist eine Höhle, in der sich ein Artefakt befindet. Stein hat seine Leute losgeschickt, um es zu bergen. Aber ich bezweifle, dass sie an den Fallen dort vorbeikommen werden. Noch mehr Fallen und Artefakte? Großartig. Übrigens, bei den Artefakten und Schätzen ist auf jeden Fall eines dabei, wo ich genau weiß, wo es ist und ich auch genau weiß, dass ich es nicht holen werde. Weil das ist so richtig abgefuckt. Also da habe ich doch richtig geflucht. Und versucht, das Ding zu bekommen. Also der Weg hinzu ist eigentlich noch relativ einfach. Nur der Weg zurück. Das ist so eine scheiß Jump-Passage mit verschwindenden Dingen im Wasser. Und ja, der gute Mann will ja nicht schwimmen. Da ist er sich zu fein zu. Hat jemand zufällig ein Floß dabei? Nein? Dann müssen wir einen Weg herumfinden. Ich gehe jetzt mal ganz kurz da hoch. Mein Riecher sagt mir, dass da was ist. Oh Gott. Mein Riecher sagt mir, dass Guatemala nicht richtig laufen kann. Hoffentlich war da ist ein. Nein. Ich hoffe mal, dass die auch den Weg finden, wenn ich vorrenne. Aber ich möchte jetzt diese. Warum soll ich in die Hocke gehen? Lieber rennen. So, wenn er das nächste Mal aufhört zu rennen, drehe ich mich mal um. Ach, die beiden sind da. Sehr gut. Also, was das Rennen angeht. Hat jemand zufällig einen Fluss? Er rennt schon relativ lange. Müssen wir einen Weg und die Erholungsgeschwindigkeit ist auch easy. Warum eigentlich, in Ordnung. Beziehungsweise gibt es nicht einfach da hinten auch einen Checkpoint, den ich vielleicht irgendwie auslösen kann? Weil es ist schon nervig, jedes Mal erneut dahin zu rennen. Also das ist auf jeden Fall so das größte Manko, was ich bei Checkpoints sehe. Ich würde lieber viel lieber frei speichern können. Hat jemand zufällig ein Floß dabei? Nein? Dann müssen wir einen Weg herumfinden. Vielleicht nicht. Hallo Schönheit, du könntest ein paar Türen für uns öffnen. Oder uns eine Brücke verschaffen. Sieh mal, da oben, die Felsen. Reicht das? Geil, wie die Brocken einfach etwas, da rüber schwimmen. Weg hier! Hier kommen damit auch nochmal. So, wie ist es mit einem Checkpoint? Die Zeit drängt. Wir müssen weiter. No. 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 Ich will das Ding da haben. Ach, nee. Ich bin so doof. Ich habe es beim ersten Mal eigentlich auch so gemacht wie eben gerade. Das wäre einfach nur nötig gewesen, da reinzuschießen und das Ding wieder abzustellen. Ja, einmal doof, immer doof.
Wer nicht lernen will, muss fühlen. Ah, Mann. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich das da so gemacht habe, so reingerannt bin, habe es durchgeschafft und habe es überlebt. Und das Ding hat weiter gebumst. Und ich wusste nicht. Wie weiter. Und hab dann dieses Ding gesehen, habe ich mir da auch scheiße. Das hätte eigentlich von außen schon ausschießen können, wahrscheinlich. Hm, ja. Merke ich mir fürs nächste Mal. Hm, no. 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 Vorsicht! Die Höhle ist am Ende dieses Wegs. Ich glaube, wir haben noch einen Felsen. Heißt das Snipergewehr? Jagen kannst. Hagen und ich gehen darunter. Du musst ein Ablenkungsmanöver starten. Eine Ablenkung der Sorte Steinschlag? Genau. Dann schnapp dir das Scharfschützengewehr und gib uns Deckung. Verstanden, Agent Bücherwurm. James? Jan? Halt einfach die Klappe und schieß. Na, halt einfach die Klappe und schieß. Das nenne ich mal ein Ablenkungsmanöver. Wo ist der eigentlich? Der da, soll der dahin sein? Tschüss. Okay, ich sollte vielleicht mal so ein bisschen Deckung gehen. Komm, Jungs. Ihr wisst, dass ich euch überlegen bin. Hört auf mich zu schießen. Erstmal wieder nachladen und dann mal gucken, wo da angeblich noch einer sein soll. Hier vielleicht? Da ist Jen. Schießt doch von irgendwo noch so ein Typ? Bam, Innenhelm, durch den Helm. Da ist auch einer. Jetzt auf einmal. Treffen sie nicht, wollte ich gerade sagen. Und schwupps kriege ich einen Hit ab. So, ich glaube, ich behalte das Gewehr mal. Obwohl es eigentlich. Erstmal nachladen. Munitionsboxen gab es hier keine, ne? Nö, ich behalte das Gewehr. Gefällt mir. Ach, das ist der Weg runter, da, deswegen stand die daneben so. Sehr schön. Irgendwo muss es hier auch noch eine, geben, oder ich weiß es nicht. Ja, auf der Karte kriegt man hier angezeigt, wo man sich gerade befindet. Quartermain, würden Sie mir bitte folgen? Das Artefakt sollte in dieser Höhle sein. Warum zeigst du noch da, wenn du noch da willst? Ich will jetzt mal ganz kurz was gucken. Und zwar... Hier hat es zum Beispiel Munition, das ist sehr schön. Was hat es denn hier? Ich glaube, hier kommen wir tatsächlich sogar noch hin. Ich glaube, ich sollte mal hier nicht so viel durch die Gegend gehen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Kein... Jetzt doch einen alten Mann nicht so. Herr Quartermain, hier oben. Wie oft willst du noch sagen, hier oben? Hier gehe ich bald runter. Nur, Herr Quartermain. Tausende von Jahren alt. Aber die Fallen funktionieren noch immer. Diese Scheiße. Aber für das, was am anderen Ende dieses Raumes ist, lohnt es sich, unser Leben zu riskieren. Warum genau lohnt es sich nochmal, mein Leben dafür Moment. Zu riskieren? Da war was. Es wird uns, hier gehen wir lang. Die Träne der Isis, Zugang zur anderen Hälfte des Herzens gewähren. Ist relativ offensichtlich. Wie das hier funktioniert. So, da ist übrigens die Reliquie. Ach, Reliquie. Sag ich. Der Schatz. Den können wir aber noch nicht holen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. So. Gut. Hier war irgendwas zu tun.
Ihr könnt jetzt runterkommen. So. Es müsste sicher sein. Richtig. Richtig. So, jetzt muss ich die da richtig ausrichten. Ach, du Scheiße. Hier muss so ein komischer was auch immer. Sind das mal Indianerhäuptling? Nee, das ist ja eher eine Adlerfigur. Man muss einmal komplett durchscrollen. Das ist er doch, oder? Ja, das ist ein... Haben Sie klar. Symbol an der Decke bemerkt? Eine Adler. Ich brauche ein Symbol an die Decke. Ich könnte das hier nehmen, was hier direkt da ist. Ja, richtig, das muss ja hier auch. Also, die Schlange. Komm her. Zack. Hallo, Schlange. So, dann gibt es da nochmal eins, um das Ding da zu öffnen. Aber wir müssen es hier erstmal. Ja, Moment mal, was müssen wir eigentlich? Hör auf Dr. Hagen, okay, ich kann da diese echt Symbole müssen irgendwie mit denen nichts auf der erkennen. Säule zusammenhängen. Das ist aber doch der hier, oder? Mit diesem. Dem Kamm unten dran. Ja, schon. Und jetzt? Knöpfchen drücken. Probieren wir es mal. Juhu. Faszinierend. Einfach faszinierend. In Ordnung. So, da tauchen die Dinger schon wieder auf. Das ist sehr gut. Und da müssten jetzt andere Symbole sein. Hiermit angefangen. Okay, dieses Scheibendingens. Was auch immer das ist. Vielleicht erkenne ich mehr, wenn ich das jetzt hier gleich sehe. Chip, chip, chip. Boah. Immer diese Abkühlphasen, bis man es weiterdrehen kann. Okay, ich erkenne einfach mal gar nichts. Ich schätze mal ein, ist das, steht jetzt beinahe Ägyptologe gesagt, aber Zeit zu verlieren, ich weiß jetzt gar nicht, das sind aber schon die, nee, das sind andere Symbole, oder? Oder war das? Nee, das sind schon andere Symbole, aber ich kann mit den Dingen halt echt nichts anfangen. Vielleicht, weiß das ja irgendjemand. Mein Fachgebiet ist eher das Mittelalter. Von, Römern verstehe ich auch ein bisschen mehr. Watermain, gehen wir. Das müsste eigentlich in die Richtung Frühgeschichte fallen, aber da weiß ich ein bisschen was, aber so richtig auch nicht. Weil ich mir doch gar nicht sicher weiß, was das hier für Dinger sind. Aber das dürfte es sein, ne? Ja. Wir sollten wirklich weiter. Ja, ist ja gut. Lass mir doch meinen Spaß und das Zeug da mitnehmen. Was los? Haben wir. So, und bevor wir jetzt weitergehen, benutze ich ja noch mal kurz hier dieses Teil. Mal gucken. Zack, direkt erstmal. Ne, gleich 4 weitere. Bah. So, ja, ich wollte hier echt nicht auf die Ausdauer gehen, sondern auf die Gesundheit. Ich brauche nur noch eins. Das wäre Gesundheit erhöht. Und Erholungsgeschwindigkeit. Aber bevor ich die Erholungsgeschwindigkeit mache, mache ich wahrscheinlich doch erst den. Das habe ich noch nicht gelevelt. Okay, jetzt habe ich es gelevelt. Du kannst diese Fähigkeit freischalten. Feuergeschwindigkeit, nein, Nachladegeschwindigkeit und Zielkegel. So. Dann kann man hier da mal drauf gehen und dann würde ich den Weg weitergehen. Und apropos weitergehen. Da war doch was. So. Dann geh vor. I follow you.
Ah, ja. Schnell, Sie haben Verstärkung geschickt. Boah, ich muss sagen, das Scharfschützengewehr lohnt sich noch. Joa, easy. Er bewegt sich natürlich genau im richtigen Moment. Da war da nicht noch einer? Ach, du willst mir erzählen, das war's bereits? Warum gehen wir so langsam? Ach, ich bin geduckt. Wobei, ich glaube, wenn ich ducke und auf Sprinten drücke, ja. Muss ich hier draufballern? Überprüfen Sie, ob dieses Ding noch funktioniert. Eigentlich, eine Menge Zeit eigentlich nicht jetzt, wo ich drauf geschossen habe. Das hört sich nicht gut an. Ja, also das ist auch mal wieder dezent bescheuert. Aber will mich nicht so arg beschweren. Ach, okay. Jetzt kommt hier eine Sequenz, die mir ein bisschen auf die Nerven geht. Weil ich hätte es gern, ja, etwas schneller an der Stelle. Alles aber nach Plan. Das wird hier nichts. Hier werden wir jetzt gleich in Schneesturm geraten oder so. Toll, ein Schneesturm. Als ob es nicht hab's schon doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Wir müssen diesen blöden Fackeln folgen. Sturm kaum was erkennen. Aber ich glaube, das so schon so lange wird es glaube gar nicht dauern. Aber schon seltsam, dass hier ausgerechnet jetzt hier solche Fackeln rumstehen, ne? Ich hoffe, die warum stehen da jetzt Fackeln rum? Uns warme. Habe ich mir das letzte Mal gar nicht keine Gedanken drüber gemacht, warum da Fackeln sind. Ja, also ja gut, damit Quarterman seinen Weg findet, aber. Klar, wer hat die da aufgestellt? Irgendwelche Ureinwohner oder was? Ach, das war's schon? Na gut. Dann gute Nacht. Es heißt, das Ungewisse und Entsetzliche bringe den Menschen stets seinem Schöpfer näher. Und dieser Schneesturm setzte alles daran, mir eine Privataudienz beim großen Mann da oben zu verschaffen. Versuchte mich zum Umkehren zu bewegen. Vielleicht hätte ich auf ihn hören sollen. Quatermain, bist du okay? Mir geht's gut. Hast du mich vermisst? Wie die Frostbeulen, die dein kleines Hirn befallen haben müssen. Wir müssen weiter. Es sind noch ein paar Meilen bis zum Stützpunkt. Und wir müssen vor Stein dort sein. Das ist also nicht das U-Boot, in dem das Herzding ist? Leider nein. Steins U-Boot ist im Stützpunkt. Ah, Steins U-Boot ist im Stützpunkt. Ah, das hast du schon mal gesagt. Das war aber... Das war in Ägypten, oder? Keine Zeit für Sightseeing. Warum gehe ich eigentlich hier entlang? Wo es auch ganz klar darüber geht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange das Level hier noch geht. Aber... Hey, komm. Lass mal das mal. Der letzte Schatz müsste eigentlich auf dem Weg liegen. Ja, die Landschaften sind teilweise relativ weitläufig hier begehbar. Und jetzt? Ach so. Na genau, der merkt, dass man auf ihn zielt und schwupps, geht er zur Seite. Ich weiß manchmal nicht, warum das
manchmal nicht trifft. Also, weil, was ist deine Aussage, ne? Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht trifft. Obwohl man ganz klar drauf ist und das ganz klar wohl getroffen haben muss. Aber manchmal wird es nicht als Treffer gewertet. Ach, mir fällt gerade ein. So, von wegen. Und da habe ich schon wieder mal Kanzion mehr, Magazin leer. Der war nicht drauf. Aber der... Und dann laden wir halt nochmal nach. Ich hab Pulver zu viel Munition. Ich setze so viele Schüsse daneben. So. Hey, das hat Spaß gemacht. Bringt euch lieber selbst in die Luft. So. Der Kompass, habe ich eben schon mal gesagt, dass der Kompass nicht funktioniert, während Kämpfe gerade stattfinden. Ich weiß es nicht. Aber was ich es auch nicht weiß, ist, kommt die Reliquie gleich noch da drinnen? Vorsicht! Diese Stalaktiten sehen ziemlich instabil aus. Gute Idee, Dr. Hagen. Idee? Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim. Es muss doch eigentlich hier gleich sein, das Teil. Dim 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 dim. Waterman, schieß auf die Decke! Zurückfallen, bevor alles zusammenbricht! Halt! Halt! Position halten! Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es scheint, als würde gleich die ganze Decke einstürzen. Ja, lass doch ruhig mal einstürzen. Schieß mal halt nochmal an die Decke, was soll's. Sag mal, ist das Gewehr wirklich leer? Ach du Scheiße. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Ich könnte Munition gebrauchen. Gibt es da irgendwo etwas? Okay, das scheint es wohl damit erledigt zu haben. Da ist noch mal so ein... Eben dachte ich schon, es sei vorbei, wo sie hingefallen ist. So, ich sollte vielleicht doch mal die Waffe austauschen. Oder gibt es eventuell... Munition dafür? Dann nehmen wir halt hier mal... eine schicke Thompson mit. So, hier gibt es nur eine Upgrade-Station, aber wo ist zum Teufel? Ich glaube, da dürfte eigentlich gar nichts gehen. Nee, geht auch nichts. So ein bisschen, ich weiß nicht. Gut, die da ist mir, wäre mir, glaube ich, lieber, ja, MP38. Aber behalte jetzt mal die Thompson. Ah! Nee. Oder ist das diese Stelle? Solche Schilde begraben unter dem Eis der Arktis. Okay. Irgendwas gibt es hier zu tun? Was gibt es denn? Ah, da drüben. Moment mal. Ach so, da gibt es mehrere. Können Sie diese Fallen nicht entschärfen, ohne die antike Architektur zu beschädigen? Ihnen sind schon die riesigen Speere aufgefallen, oder doch? The next. Hä?
Ach nee, es muss das hier noch die richtige Reihenfolge sein, hä? Keine Sorge, Doc. Ich werde meine Güte. Auf die Dinger langsam schießen. Werden die Munition knapp hier. Was dann halt dummerweise darin resultiert, dass es mit dem Revolver gleich weitergeht. Wobei, man hat es hier eigentlich irgendwelche Hinweise. Gut, fangen wir mal mit dem an. Vielleicht klappt's ja. Trial and error. Na gut, das müsste eigentlich jetzt hinhauen. Sehr schön. Okay, da geht's weiter. Komm, geh ein wenig schneller. War da mein. So, immer noch nichts schatzmäßig. Okay, erstmal alles aufmachen hier für die Kollegen. Was haben wir hier? Nix. Außergewöhnlich. Hätten wir doch nur mehr Zeit, um all das genauer zu untersuchen. Ich schätze mal, auf jeden muss einer draufstehen. Ha! Klar. Es kann nicht mehr weit sein. Gehen wir! Es kann nicht mehr weit sein. Gehen wir. Ja, und hier ist mir nichts angezeigt. Aber ich bin noch hier in diesem Ding. Und ich sollte vielleicht doch jetzt langsam mal den Part beenden. Hat es hier eigentlich gespeichert? Hier haben wir einen vereisten Sarkophag gefunden. Älter als alles, was ich je gesehen habe. Okay, hier muss das Ding sein, aber... Diese ganze Einrichtung. Die Nazis. Nazis? Wie sie? Sie glauben, sie hätten hier den Weg nach Thule gefunden. Der legendären Heimat der wahren arischen Rasse, die sie für ihre Vorfahren halten. Und was glauben sie? Nachdem, was wir in Ägypten gesehen haben, dass wir weit weg sein sollten, wenn der Sarkophag auftaut. Okay. Das Ding ist, glaube ich, hier mit diesem Teil verbunden. Bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch keine Ahnung, was ich machen muss. Gerade stehe ich hier auf dem Schlauch. Irgendwie kann ich, glaube ich, den Kran bewegen, aber keine Ahnung wie. Geht da was? Oder kann ich das abschießen? Das was? Okay, wir haben. Es ist schon über 30 Minuten. Ich sehe es, aber. Okay, dann ich würde sagen, lassen wir das jetzt erstmal. Sind wir hierher gekommen oder von. Ne, wir müssen jetzt, glaube ich, da oben lang. Okay, ich würde sagen, machen wir hier jetzt mal ein Päuschen und dann geht's im nächsten Part weiter. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme es auch mal auf mit Aufnehmen und diese Parts dürften jetzt erstmal genügen. Und dann lade ich jetzt erstmal ein paar hoch und dann... ja. Wobei, was erzähle ich das eigentlich? Wahrscheinlich habe ich schon weiter aufgenommen, bis ich diesen Part überhaupt hochlade. Egal, dann würde ich sagen, war's das erstmal und im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.